Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Aha. Die Art Koffer kenne ich. Ja, die ist uns nicht ganz unbekannt. Da ist dann hoffentlich ein Helm drin auch. Ja. Gut, dann packen wir doch das mal aus. Mal. Kommt schon zum Vorschein. Jawohl, ja. Was haben wir denn hier? Ist der Familienbesitz? Ein Stück aus ein Familienstück, ja. Ja, von einem verstorbenen Onkel aus dem Nachlass. Ach ja. Wurde auf dem Dachboden gefunden im Haus in München. Ah ja. Und soll in München. In soll der Großvater getragen haben. Und wie lange haben Sie das Stück jetzt schon im Haus? Ach, das ist jetzt, die sind jetzt schon vor 30 Jahren gestorben. Ah, ja. Und also beim Ausräumen lange, ja. wurde der dann eben entdeckt. Ja. Aber ich wusste noch von meiner Mutter und von meiner Schwester, dass das eben der Großvater getragen haben soll. Ja, 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 ja. Und das war München, ist München, das sicher? Ja, München. Dann, das frage ich jetzt deswegen, weil dann kann man einen Schluss aufs Regiment ziehen. Weil wir haben hier also einen Helm, den man schon relativ gut zuordnen kann. Also eine bayerische Pickelhaube, wie der Laie sagt. Der, offiziell heißt das Helm, aber der Laie sagt dazu Pickelhaube wegen dieser Spitze, dieser markante Spitze, die also für die bayerische Armee auch ab 1886 eingeführt wurde. Vorher gab es ja die Raupenhelme in Bayern, fast 100 Jahre lang, mit dieser schwarzen Wurst oben, die bei Mannschaftshelmen aus Wolle war und bei Offizieren aus echten Bärenfell. Also der Artenschutz würde und das heute geregnet nicht mehr zulassen. Hat, lästig war aber dann das bei jedem jetzt zurück zu diesem Helm. Also das ist der übliche Helm aus Leder, schwarz lackiert, mit in dem Fall hier vergoldeten Beschlägen. Wir haben hier vorne am Emblem, am Wappen, das ist ja hier das bayerische Wappen mit den Löwen, in der Mitte der bayerische Wappenschild, drüber die Königskrone. Und hier haben wir drüber gelegt noch ein silbernes Kreuz. Das hat natürlich eine besondere Bewandtnis. Das ist nämlich das Reservekreuz. Das heißt, das wurde für Offiziershelme, bei Offiziershelmen aufgelegt, wo der Mann in die Reserve getreten ist. Also er war nicht mehr aktiv im Dienst, sondern ist in die Reserve, Ersatzreserve heißt es halt bei der Bundeswehr, eingetreten und war im Kriegsfall natürlich immer noch verwendungsfähig, wenn es darauf ankam. Wir haben hier noch eine zweite Besonderheit, wir haben hier gewölbte Schuppenketten. Normalerweise sind die Schuppenketten bei der Infanterie und so weiter flach und bei berittenen Truppen gewölbt. Jetzt haben Sie gesagt München. In München war nur ein Regiment Kavallerie, das hatte aber einen silbernen Helm. Das war, war das erste schwere Reiterregiment. Die hatten aber den Helm in Silber, also scheidet das aus. Die Infanterie, in München waren einige Infanterieregimenter, hatten aber flache Ketten. Und die gewölbte Kette führt uns jetzt zum ersten Treinbataillon in München. In München gab es ein Treinbataillon. Der Trein war die Versorgungstruppe. Der Trein. Da gibt es einen bösen Spruch, der Trein, der trägt den Säbel nur zum Schein. Ja. War also keine kämpfende Truppe, sondern der Trein war das Wichtigste überhaupt, der hat mich die Fourage, die Lebensmittel besorgt. Auch im Felde unterwegs hat der Trein dafür gesorgt, dass die ganze Truppe was zum Essen und zum Trinken hat. Wichtig. Also ein wichtiger Truppenteil eigentlich, aber eben nicht kriegswichtig an der Front, sondern nur in der Versorgung. Ja. Der Helm, viel getragen, das sieht man, das Futter gut durchgeschwitzt. Das grüne Seidenfutter ist noch original. Überhaupt der ganze Helm, alles original. Dazu der feldgraue Überzug, der wurde im Manöver getragen. Man hat ja schon vor dem Ersten Weltkrieg erkannt, dass es in der Sonne blitzt und blinkt und der Feind auf lange Entfernung sehen kann, oh, da kommt einer angeritten. Ja. Deswegen wurde also der Helm, der glänzende Helm mit diesem grauen, schilfgrünen Überzug, wie der heißt, abgedeckt im Manöver und natürlich auch im Krieg. Ich dachte, das wäre so zum Schutz, oder? Nein, nicht zum Schutz, sondern zur Tarnung. Damit der Helm nicht so blinkt in der Sonne. Der Koffer, alles original, wie gesagt, Zustand mittelprächtig. Ich würde es jetzt mal bewerten in Zustand 2-, 2-3. Ja, aber wie gesagt, alles echt. Und der Sammler, wenn Sie ihn verkaufen würden, der Sammler würde Ihnen sicher im Bereich so 700, 800 Euro dafür bezahlen. Das ist ja noch wert. Ja. Sie heben ihn hoffentlich gut auf trotzdem, oder wissen Sie noch nicht? Ja, eigentlich würden wir uns gern trennen. Ja, wir gibt's haben noch dann auch einige Preziosen. Da gibt es dann auch Möglichkeiten. Auf jeden Fall ein schönes altes Stück. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke. Bis dann. Wiedersehen. Ja.